Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte Immo in Thüringen. Aktuell verkaufen wir gerade unsere Waren. Wir schauen gerade in den BGH nach, ob der anfängt zu verarbeiten. 19 Uhr müsste eigentlich anbeginnen. Wenn das losgeht, dann müssen wir gleich mit dem LKW den der Nachbar poltert, die Silage holen. Wir gehen mal auf 5. Oh, egal, geht sofort los. Muss was hören, ne? Aber so richtig Störgeräusche hier. Kommt von der BGH. Nehmen wir unseren LKW für die Silage hier. Also ich verkaufe gerade. So, das ist ja meine Silage. So. Das war für die andere Folge gedacht. Jetzt haben wir die entsprechenden Punkte erreicht, wo wir jetzt die Zeit stoppen kann. So. Wenn wir hier mal ein Silo abladen. Hingelegt. Abstellen. Ja. Da hat er sich verfahren oder verkeilt. Man staunt so, dass er bis hierher gekommen ist. Weil LKW ist einfach zu kräftig und zu schnell eine Beschleunigung. Oh, das geht eigentlich. Verkauft auch gerade. Wo die Einnahmen, also der Verbrauch, sehr gering ist. Ist okay. Können wir irgendwas erkennen? BGH. Ja. Die Einnahmen gehen ja dafür. Okay, jetzt gehen wir auf den anderen. Mit der Aussaat. Hier arbeite ein bisschen nach. Gerade hier vorne in der Ecke müssen wir mal tun. Und zu viel verschenkt. Checken wollen wir nichts. So. Aber nehmen wir hier mal nach. Hier lassen wir Performance gerade kräftig nach. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich zu viel eingestellt an Leistung. Wahrscheinlich.
Also eigentlich war das Herz war noch. Aber der brennt auch durch, das zeige ich gleich. Oder auch nicht. Aber hier haben wir sie jetzt auch mitfahren, ein Stückchen. Falls wir eingreifen müssen. War der alle? War kein Raffer da? Doch. Ja, dann mal gucken, was wir eingestellt haben, ne? Das kann sein, dass ja, Weizen haben wir nicht mehr, ne? Ah, das ist doof. Jetzt muss der Gerste rein. Das sollte er nicht. Und wieder weg. Gut, Raps. Ja. Oder kein vollen Fahrzeug nehmen für halbe Ladung. So, dann kommt der mit dem Traktor. Mal die Karte gucken. Kommt gerade. Die haben wir durchbrettern. Dann kann er fahren. Das war Berechnung. So. Gut, der kann fahren. C. Dann kurz anlassen, umstellen. Wir stellen was um. Sonnenblumen, Soja. Einstellen. Mal schauen, ob er das richtig macht. Es geht darum, dass er auch richtig voll macht. Kriegen wir einen guten Preis für Soja. Müller. Der Viehhandel geht dann nicht. Mal entlassen. Den Kurs löschen wir und wir laden den Kurs Verkauf Landhandel. Das sind 400 Euro pro 1000 Liter. Wenn wir mal geschaut haben, ne? Mal schauen, ob er entsprechend auflädt. Vor allen Dingen anhält und richtig voll macht. Das ist gut. Gut. Ob ein Traktor liegt oder am LKW, wer weiß. Oder reiner Zufall, kann alles sein. Kann ich so schauen. Bleibt ein Rest übrig. Da werden wir die Hänger voll machen, die wir haben, und dann werden wir die ganzen Lager verkaufen. Und die werden sich beißen, ne? Der eine ist da nicht zu sehen noch nicht. Wird gerade verkauft, Anne. Und da ist es besser, man fährt einen Kreis und keine entgegenkommende Kurse.
Ja. Nur ein bisschen warten, bis der andere wieder Straße entgegenkommt. Der ist nicht gerade aktuell vom Dorf. Wenn wir jetzt starten würden, würde er voll entgegenkommen. Nun gibt's Crash. Irgendwas gibt garantiert. Prost. Durst. In unserem Dorf. Kann schon ein Stückchen fahren lassen. Muss er gleich kommen. Ah, da ist er schon. Wenn man da immer spricht. Der gelbe Traktor mit dem gelben Plane. Naja. Das vorausgesucht hat. Die Kurve macht er ja schön, ne? Schön gleichmäßig. Jetzt können wir den LKW auch starten. Kann aus dem Hof fahren und Schluss. Verkaufte. Dann kriegen wir noch fast 1 Million zusammen. Okay, ja. Die komischen Geräusche, ne? Dann irgendwas nicht stimmt. So, das heißt, die Aussaat, da am Schingel. War nix. Schauen in Ecken, ob der in den Ecken auch entsprechend gut wird. Wahrscheinlich haben wir hier auch einen Kurs demnächst mal hier rund. Vielleicht scharf. Schauen wir mal, ne? Wie sieht gut aus? Ist alles geglückt mit dem Gras? Nüsse Papier. Oh. Schauen wir in die Ecke da unten. Da was machen müssen. Zumindestens damit Gras nacharbeiten. Ein Gras nachher werden. Stehholbremse. Weiß genau, wie kann da arbeiten. Ne, gab's nicht. Das könnten wir auch, aber dann würde ich wieder hinarbeiten. So, Gras. Gras.
mal eine Runde drehen. So, meine Freunde, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Wir sehen in der nächsten Folge wieder weiter aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like. Sag mal danke. Ganz gerne mein Abo. Dafür ein Danke. Hoffentlich hört man, sieht man sich zu hoffentlich morgen. Das bin ich in Folge. Dann seid mal schauen, wie ich winke. Bis dann. Ciao, ciao.